Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute werden wir mal wieder ein bisschen Lieferkettenoptimierung auf unserer Map der dritten Staffel betreiben. Ist ja so ein Neverending Thema, kannst du immer tun, wird auch nie aufhören und ja, Zeit wird's mal wieder. Ich guck mal einfach, ob ich einen sinnvollen Ansatz finde. Und zwar schauen wir uns die Hölzer, die Baumstämme an, die wir aus dem Norden, aus der Nähe von Hamburg und von Neubrandenburg bekommen, welche hier auf oder in dieses Industrieareal bei Ingolstadt geliefert werden, um dann zu Bretter zu verarbeiten. Um dann zurück nach Neubrandenburg zur Maschinenfabrik zu gehen, um dann die Maschinen wiederum zum Güterumschlag Süd vor München zu transportieren und von dort aus weiter zu verteilen nach Ingolstadt und Ulm. Ob ich das jetzt hätte so einleiten müssen, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr mich verstanden, vielleicht nicht. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ich blende mich aus und wir googeln einfach mal, ob es denn was wirklich zu optimieren gibt, was denn auch sinnvoll ist. Ja, und dieses große Industrieareal bei Ingolstadt sind sozusagen ja die Bayernölraffinerien, dem Vorbild entsprechend, und die Binderholz Köchen GmbH Sägewerke, die gibt es ja auch mehr oder weniger dem Vorbild entsprechend, einfach von der Platzierung, Positionierung, Namensgebung her. So, und wenn ich hier sehe, dann sehe ich eigentlich, dass das Ding jetzt nicht so richtig hochläuft, also hier könnte mehr angeliefert werden. Wenn hier mehr angeliefert werden könnte, dann schaue ich mal hier drüben hin, denn hier wird angeliefert. Den letzten Weg, sozusagen die letzte Meile, vollziehen ja die Baumstämme mit dem LKW von hier. Und hier sage ich, hier liegt eigentlich relativ viel. Ich wüsste nicht, ob das noch zu wenig ist und ob wir am Ende des Tages doch zu viele Leerfahrten haben. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob wir das hier so, wenn wir uns das hier anschauen, ach, da brauchen wir eine Linie, ob wir das da rauskriegen. Die Linie ist auf jeden Fall gut unterwegs. Aber wir gehen einfach mal wirklich an den Anfang der Lieferkette. Ich switch mal so rüber, und zwar Baum bei Hamburg. Linie verwalten, da kommen wir am schnellsten hin. So, da sind wir schon. Ich sag einfach bei Hamburg, wir müssen mal gucken. Die norddeutschen Wälder sind es doch einfach auch so, oder? In der Nähe von Hamburg. Ganz kleine Kulisse, neben dem wirtschaftlichen Aspekt. Immer nice, Geld, schon lange nicht mehr geschaut. Finde ich immer gut, wenn sowas da ist. Würdigt man viel zu wenig. Aber man kann ja auch nicht mal alles berücksichtigen. So, das sind wirklich die norddeutschen Wälder. Da drüben übrigens für euch zur Orientierung ist Hamburg. Und wenn wir hier gucken, so schaut die Geschichte aus. Transport, Abtransport, denn wohl eigentlich zu gering. Aktuell am Bahnhof, 265 Einheiten liegen da. Wir haben drei Garnituren. Und die wiederum, Finanzen passt. Diagramme transportiert. Ja, ich krieg das schwer analysiert für mich so, dass ich daraus eine Erkenntnis ziehe. Aber allen Anschein nach sind wir zu schwach unterwegs, zu schwach aufgestellt hinsichtlich dem möglichen Abtransport. Ich weiß aber auch, dass wir hier, ich guck nochmal kurz einzeln rein, der hat 500 Grad geladen und steht schon, ihr seht's, aber der steht schon vor Ingolstadt. Jetzt gehen wir da nochmal kurz hin. Wo steht denn der genau? Nee, der steht nicht vor, kurz vor Ingolstadt, der steht noch bei Leipzig. Ja, schwierig, wirklich schwierig. Dass der da auch wieder so steht, gefällt mir nicht. Gut, gucken wir mal den nächsten an. Der ist auch voll mit 285. Wieso ist der andere denn mit 500 unterwegs? Und der auch mit 285. Alles klar, dann tauschen wir hier einfach schon mal die Waggons aus. Und dann brauchen wir nämlich gar keine neue Garnitur, denn das verstopft nur alles immer mehr. Und das schauen wir mal. 520 Meter ist Max. Jetzt gehen wir nochmal kurz die einzeln rein. So, Cargo. Baumstämme. Der kann 13 nehmen. Der kann 20 nehmen. Der kann nur 15 nehmen. Ja, und dann liegt es wohl schon klar auf der Hand, dass wir den nehmen werden, gell? Gut. 512 Meter, passt, ändern für, passt auch. So, und wenn wir uns ihn jetzt anschauen, dann hat er auf einmal, das ist eine gute Frage, wie viel Kapazität er jetzt hat. Sind es dann nur 300? 285? 500? So richtig habe ich es dann immer noch nicht geschnallt. Naja, hier steht es doch, 500 Kapazität. Okay. Damit haben wir jetzt zwei Garnituren, die 500 Baumstämme kapazitätmäßig unterwegs sind, und eine Garnitur, die
2,85 noch hat. Also erstmal eine Verbesserung. Ich lasse gern auch noch die eine Garnitur weiter drauf mit den anderen Rungenwagen, die weniger wegkriegen, einfach wieder für eine gesunde Mischkultur auf der Map, dass wir möglichst viele unterschiedliche Fahrzeuge haben. So, dann haben wir noch die Situation, dass wir einen weiteren Wald haben, der hier nach Ingolstadt beliefert. Und zwar ist das dann jener, der aus Neubrandenburg liefert. Und die Linie ist etwas komplexer. Wir haben hier 4 Zugeinheiten drauf, denn die liefern Stämme und holen auch wieder die Bretter ab. So, und wir gehen dann einfach mal zu den, ja, Weber Maschinenbau GmbH Neubrandenburg. Denn hier wird auch auf der letzten Meile angeliefert der Baumstamm, und zwar hier oben aus den Wäldern. Selbst hier haben wir ganz bisschen Kulissenbau gemacht. Ganz minimal. So, und wenn wir hier gucken, hier sind wir am Transport gerade gut unterwegs. Ist das schon immer so gewesen? Und was sagt die Linie dazu? Die Linie ist auch gut unterwegs. Transportiert ordentlich weg. Rate 400. Check, passt. Jetzt sollten wir hier drüben nochmal die Rate anschauen. Ich denke mal gleich wieder an Otto. Ah, der Otto, der hat vielleicht schon wieder mit den Augen gerollt. Mensch, so ein Quatsch. Was haben wir hier für eine Rate? Wir gehen auf die Linie. Rate 63. Okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon angepasst ist, ob die vorher anders war. Aber so können wir erstmal laufen. Auf die 63 passt sich der Wert garantiert an, der müsste ein Stück hochgehen. Denn 63 von 400 sind wesentlich mehr als 61%. Wenn ihr versteht. Gut, dann sollte es erstmal hier passen. Die LKWs, wie gesagt, die liefern oder holen die Baumstämme ab, liefern die hier unten zum Bahnhof, damit die dann rübergefahren werden können. Hier liegen eine ganze Menge. Hier liegen eine ganze Menge. Die Rate ist bei 4,25. Ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Müsste man das zusammenrechnen? Die Rate in die eine Richtung, die Rate in die andere Richtung? Dann wäre es viel zu wenig. Ich weiß es nicht. So, Linie verwalten. Wir gehen nochmal rüber nach Ingolstadt. Und auf jeden Fall kommen hier ja die guten Hölzer, die Baumstämme an. Es sollten jetzt ein bisschen mehr werden. Werden denn hier abgeliefert? Und hier ist gerade kein einziges Holz. Ja, krass. Das ist genau der Punkt. Hier haben wir schon eine Leerfahrt. Der fährt jetzt leer, weil kein Holz da ist. Standzeit ist doof, weil wir hier halt eine Kette in beide Richtungen haben. Oder eine Lieferkette. A, B und B nach A. Wir brauchen einfach mehr Holz, ja. Das ist der Punkt. Hier ist zu wenig im Lager. Wir brauchen mehr Holz. Kommt zu wenig an. Und ob das denn, ob wir das Problem jetzt sauber schon lösen, hier kommt jetzt erstmal was. 500 Hölzer. Mit der einen kleinen Optimierung, die wir gemacht haben, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Wir gehen nochmal rüber, nochmal hoch, Linie verwalten. Weber Maschinenbau GmbH nach Neubrandenburg hier. Ja, hier ist voll. Aber noch einen Zug raufhämmern wäre wirklich schwierig. Vielleicht könnten wir diese Waggons auch wieder tauschen. Der liefert jetzt nämlich gerade die Bretter zurück hier zum Maschinenbau. GmbH zu Weber Maschinenbau GmbH in Brandenburg. Oh, war ja ganz schlimm. Ja. Holt hier wieder Holz. Wir werden wahrscheinlich hier dasselbe machen wie auf der anderen Linie. Guck mal. Wir nehmen mal die beiden hier rein. Und sehen, der eine hat wieder nur eine Kapazität von 2,85 und der andere von 500. Okay, dann wäre wohl das die Maßnahme, dass wir auch hier change müssten. So, 5,12. Passt. Ändern. Jetzt haben wir noch eine Garnitur drauf. Vom lieben Crazy, der noch mit den anderen Rungenwagen fährt. Die sehen auch, ich finde die schon geiler. Das andere, was wir jetzt auch aufgegleist haben, überall ist ja Vanilla. Das hier nicht. Wir gucken gerade nochmal drauf. Die guten Rungenwagen. Wo kommen sie denn? Wir sind hier kurz vor Berlin, gell? Und gucken aber in Richtung Süden. Also von der Seite gesehen sind wir schon hinter Berlin. Gucken Richtung Süden, Richtung Leipzig. Ah, Kameratool. Jacko, fail. Der Zug hält da hinten an.
So, jetzt nochmal. Also, diese coolen Rungenwagen sind wir uns alle einig, gell? Die sehen besser aus, aber wir müssen sie leider ein Stück weit rausnehmen. Es hilft nichts. So, was kommt da oben an? Jetzt spotten wir schon wieder, gell? Kurz mal gucken. Also, Containerzüge taugen mir auch immer. Schaut gut aus. Wenn es auch ein bisschen ruckelt hier, was ist los? Freier Bahn? Auf freier Bahn und es ruckelt. So, gut. Dann wieder nochmal Linie verwalten. So kommen wir am schnellsten zurück nach Ingolstadt. Haben wir hier mal ein bisschen Maßnahmen getroffen, damit mehr ankommt. Und ich glaube, ich müsste mal überlegen, was wir hier tun, damit kein Holz verloren geht. Jetzt sind es 600 Einheiten. Wobei ich gedacht hätte, der Zug hat gerade nur 500 Einheiten gebracht, oder bin ich da falsch? Haben wir hier noch irgendwo einen vorlaufen? Stimmt, haben wir noch einen. Okay, 500 und 500. Eigentlich hätten wir entweder 1000 Einheiten haben müssen. Oder halt 500 plus 2, 58, 57. Da müssen wir mal gucken, gibt es die Möglichkeit, dass wir hier noch eine sinnvolle Erweiterung machen von diesem Cargo-Terminal, LKW-Cargo-Terminal, damit hier nichts verloren geht? Muss ich mich mal beschäftigen. Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder ordentlich Holz zum Verarbeiten. Hier wird es noch wieder ein bisschen hochgehen. Das Ganze wird dann wieder mehr Sinn machen. Ob wir noch einen LKW zusätzlich brauchen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich finde das Maß eigentlich derzeit erstmal ganz gut. Also, Finanzen. Falsch. Rate 7,36. Ich glaube, das passt. Okay. Gut. Dann nochmal hoch. Nach Neubrandenburg. Zu den Weber Maschinenbau GmbH Werken. Da schaut das Ganze jetzt so aus. Wenn denn hier mal hoffentlich mehr Holz zukünftig ankommt, wird auch was verarbeitet. Abnehmer, Ingolstadt und Ulm. Check. Ja, ob das jetzt... Ach so, Anlieferung. Ja. Hier sind jetzt schon 249 Einheiten. Maschineneinheiten. 249. Und der kann 295 nehmen. Der kommt gerade an jetzt am Güterumschlag Süd von München, ganz im Süden. Guck mal, Mr. Busun steht hier auch. Legt gerade seine Öppel ein. Eigentlich sein Brot, gell? Und wenn ich das sehe, weiß ich auch, dass wir eigentlich gefühlt mit... ja, zu wenig Einheiten unterwegs sind, die wir wegbewegen. Wir gucken uns die Linie an, nicht den Zug. So. Wir bräuchten eigentlich Waggons, die mehr Stahl und Maschinen transportieren könnten, gell? Dann würden wir mehr wegkriegen. Und wenn wir zurück nochmal gehen, wieder nach oben, zur Weber Maschinenbau GmbH. Dann würden wir ja auch mehr wegkriegen. 281 sind es mittlerweile schon. Die haben alle gleich viel, oder? 266. Ja, jetzt hat der Stahl drauf. Kriegt der 94 weg in Summe? Ich schneide es mal wieder nicht. Wenn er 94 wegkriegt... Kommt hier gerade zufällig einer? Also ich glaube, das war ja auch einfach mal mindestens einen Zug dahingehend optimieren. Das war andere Waggons ranhämmern. Welchen nehmen wir denn da? Die stehen auch wieder. Das ist das Thema, gell? Wir können einfach nicht mehr Züge so raufhauen, um zu denken, damit lösen wir die Probleme. Der steht hier. Fährt der? Achso, genau. Der will hier rausfahren. Hier sieht es sowieso gerade recht kritisch aus. Wie, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgen könnt. Wir haben hier tatsächlich Engstelle. Okay, das ist die Engstelle, die ich letztes Mal auch schon angesprochen hatte, bei den Stahlwerken Fürstalpin. Wir müssen dieses bisherige, eigentlich ungenutzte Gleis mit dem Bahnsteig versehen, was hinten den Schönbau ein bisschen köpft, damit wir das Problem hier aufgelöst bekommen. Und zwar eine Art Zugstau, der tatsächlich bis an München vorbei, bis nördlich von München reicht.
Ja, das müssen wir unbedingt machen. Guck mal, hier stehen sogar beide Züge. Das ist ja echt ein Problem. Okay. Dann modifizieren wir den Zug nochmal hinsichtlich den Waggons, wenn wir schon dabei sind. Und dann im nächsten Video werden wir den Bahnhof umbauen müssen. Zack. Hier wird da überhaupt was. Der kann... Wir brauchen einer, der Stahl und Maschinen kann. Der kann Stahl und Maschinen. Kapazität 80. Wir haben ja unsere dran. Stahl und Maschinen. Kapazität nur 14. Krass, okay. Den. 16 ist auch schon mehr, aber das sind ja gefühlt irgendwie Schüttgutwagen. Ja, und hier unten kommt nichts mehr, was ich cool finde. Die Rungwagen hätten 15. Der hätte 20. Der hätte 14. Krass. Vielleicht sollten wir hier so eine Mischung machen und mal gucken, wie das aussieht. Ja, der kann nur Stahl. Mal kurz gucken. Achso, der kann keine Maschinen. Okay, die gehen dann doch nicht. Dann gehen doch nur die hier oben. Gut, wir tauschen mal durch. So, Länge 5,20. 3 Meter ist zu viel, haben wir auch gelernt. Jeder Meter ist da nicht gut. Machen wir 505. Ändern. Und, gucken uns die Waggons mal an. Boah, hier steht es gerade richtig heftig alles. Wir gucken trotzdem schnell mal die Waggons an. Ja, kenne ich so noch nicht. Der Baum steht ein bisschen zu nah am Gleis. Die vielen Bäume. Kenne ich so noch nicht, die Wagen. Die Waggons schauen gut aus. Mal gucken, wie sie aussehen, wenn sie beladen werden. Mit Maschinen und oder mit Stahl. Ja, und das hier ist ein Drama, gell? Wieso geht denn hier gar nichts? Der steht garantiert, auch der Personenverkehr steht, weil er nicht weiterkommt nach Salzburg, weil Salzburg ja hier hinten abgehend auf der Linie liegt, wo hier Erz, Kohle und Stahl halt transportiert wird. So, der fährt hier noch ein. Ja, hier müssen wir unbedingt was machen. Das müssen wir ändern. Für mehr Flüssigkeit auf den Gleisen im Süden auf der Map. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wann der hier losfährt. Wer überhaupt von beiden in der Rangfolge irgendwie Vorfahrt hat, als erstes losfährt. Jetzt muss doch frei sein, oder? Hier drin steht 100 Pro. Der muss erstmal raus aus dem Bahnhof. Und jetzt kann der doch losfahren. Warum fährt der nicht los? Ach, weil er erst noch kommt. Wo kommt denn der jetzt her? Der kommt von hier oben rüber. Okay. Staut sich hinten auch schon was? Nee. Das geht. Das sind die Erzzüge aus der Lausitz und der Nähe von Leipzig bei Profen. So, dann behalten wir das gerade mal kurz im Auge. Spulen wir ein bisschen vor auf die Schnelle. So, okay. Jetzt fährt tatsächlich auch erst noch unser Güterzug los. Also auf der Map hat der Güterverkehr absoluten Vorrang oft vom Personenverkehr. Ist jetzt auch nicht nice. Aber am besten, oder was heißt am besten? Eigentlich tut uns ja beides weh. Beides, was steht, ob der Personenverkehr oder der Güterverkehr, ist natürlich den Chart. So, und wenn der erst jetzt losfährt. Ja. Lassen wir mal laufen, behalten wir im Kopf. Könnt euch darauf verlassen, das nächste Video wird denn sich darum drehen. Und dass die ganze Lieferkette, die wir jetzt gerade mal angeschaut haben, sowieso fraglich ist, bedingt allein, weil hier vorne den Zug, den wir gerade geändert haben, der jetzt unterwegs ist Richtung Stahlwerk und der hier steht, dass die denn schon hakelig ist, die Lieferkette ist auch klar. Jetzt haben wir hier erstmal relativ viele Maschinen, die aktuell abgeliefert wurden, die alle nach Ingolstadt gehen. Was ist mit Ulm? Da steht nichts drauf. Auch da ist die große Frage, warum fährt nichts nach Ulm? Warum geht alles nach Ingolstadt? Jetzt schauen wir uns mal kurz die beiden Städte an. Ulm? Aktuell 60% Anlieferung Maschinen. Okay. Ingolstadt? 30% Anlieferung Maschinen. Ich sag, das, was hier steht, geht uns ja nicht verloren, gell? Und wenn wir wissen, dass jetzt sowieso wieder lange keine Züge mehr kommen werden, brauchen wir auch nicht mehr LKWs. Just in dem Moment. Vielleicht seht ihr das anders und ich habe wieder einen Gedankenklemmer. Dann schreibt in die Kommentare. Ansonsten lassen wir das für den Moment so. Ansonsten, wenn wir gerade mal hier sind, eigentlich der Güterumschlag, gell?
Ganz nice, schaut gut aus. Sehr cool. So, und für den Moment soll es das dann, glaube ich, auch erstmal gewesen sein. Wir haben mal fix, quick and dirty die Lieferkette von A bis Z, von vorne bis hinten durch exerziert. Jetzt lassen wir das Ganze mal wieder ein bisschen einschwingen und gucken by the way wieder rauf. Wie gesagt, im nächsten Video müssen wir sicherlich unbedingt den Bahnhof an den Stahlwerken Fürstalpin optimieren, auf dem 4. Bahnsteig. Und ja, dann geht's so weiter. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten auf jeden Fall. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt uns sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich auf eure Likes und natürlich auf eure Kommentare. Ja, Kanalmitgliedschaften sind seit kurzem auch möglich, falls ihr Bock drauf habt. Und ansonsten auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt mir ja gesund. Eine schöne Zeit. Bis in Kürze. Die Sonne muss wieder scheinen. In München gerade voll, fast Regen auf jeden Fall. Alles bewölkt. Ja, aber Sommerzeit, schöne Zeit. Geht's raus, genießt den Sommer. Ciao, ihr Lieben. Servus, Baba.